Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play für den PC. Und diesmal, ich freue mich schon seit lang drauf, spielen wir eines meiner absoluten Lieblingsspiele. Und zwar, wie ihr seht, Wing Commander 3, das Herz des Tigers. Ja, auf dieses Spiel, wie gesagt, freue ich mich schon sehr lange. Und das spielen wir auch bis zum Schluss durch. War damals der Grund, warum viele sich ein neues Computersystem kaufen mussten, weil die Systemanforderungen waren schon damals nicht von schlechten Eltern. Ja. Natürlich ein Projekt von Ja, Chris Roberts wird jeder kennen. Auch für mich ein begnadeter Spielentwickler. Hat sich dann zwar versucht, dann später als Filmproduzent, war nicht so erfolgreich, aber mit diesem Spiel hat er eigentlich zumindest für mich neue Maßstäbe gesetzt. Ne? Das Spiel ist im Prinzip aufgebaut wie ein der Film. Das ist ein interaktiver Film. Man kann mit seinen Handlungen das Geschehen beeinflussen. Aber ich werde jetzt hier nicht viel rumbabern, sondern genießt erstmal dieses wunderschöne Intro. Ja? Feinde es gewagt, mich, den Kaiser dieses Reiches, zu ihrem Angriffsziel auszuwählen. Eine kleine Schar der feindlichen Soldaten konnte hier auf Kilroa gefangen genommen werden. Sie hatten noch keinen größeren Schaden angerichtet. Ruhe! Dass sie in den Kaiserpalast eingedrungen sind, war doch eine reine Verzweiflungstat. Die unbehaarten Affen schlagen jetzt blindlings um sich, da sie wissen, dass sie endgültig besiegt sind. Ihr Volk ist von ihnen zutiefst enttäuscht. Ich schlage vor, dass wir darauf verzichten, diese Lebewesen einem Verhör zu unterziehen. Sie gehören dir, mach mit ihnen, was du willst. Das Integrieren ist die gerechte Strafe. Meine Brüder. Bitte beruhigt euch wieder. Sie sind keine Krieger. Nur Versager. Sonst nichts. Unter ihnen ist ein Wesen, das würdig ist, wie ein Krieger behandelt zu werden. Es wird von allen Angel genannt. Immer noch aufsässig, Major Devereaux. Wenn wir Ihrer Gattung eine friedliche Koexistenz mit uns anbieten würden, stößt das sicher auf Ihre Ablehnung. Jeder weiß, dass die Kilrati so etwas nicht dulden. Richtig. Und jetzt, da sich das Blatt zu unseren Gunsten gewendet hat, ist Ihre Trotzhaltung eine pathetische und völlig unsinnige Geste. Sie langweilen mich, Monsieur. Desintegrieren Sie mich, behandeln Sie mich wie meine Kameraden. Desintegration, das ist nicht das, was wir für Sie bestimmt haben. Sie erwartet ein völlig anderes Schicksal. Die Menschenfrau kann anscheinend nicht einschätzen, welche große Ehre ich ihr zuteil werden lassen will. Ich weiß, dass sie als Kriegerin äußerst tapfer ist. Und ihr Gefährte ist das Herz des Tigers. Mögen Sie in Frieden ruhen. Frieden.
Haben wir nicht schon verlernt, was das ist, Paladin? Ja, das fürchte ich auch, mein Junge. Zuerst die Tiger's Claw und jetzt das. Schluss damit! Die Katastrophen waren nicht deine Schuld. Du wirst der Einzige sein, der das denkt. Hier ist Colonel Christopher Blair. Meldung an Admiral Tolvan. Das Wrack der Concordia ist vor der Mistralküste auf Vespus geortet worden. Schadensbestimmung. Totalverlust. Es ist kein Lebensinhalt, nach der Anerkennung dieses Mannes zu gieren. Hat man was von Angel gehört? Nein. Ist das die offizielle Version? Ich weiß, wie viel sie dir bedeutet. Verzeihung, Sir. Sagten Sie auf die Victory? Leiden Sie inzwischen etwa unter einem Gehörschaden, Colonel? Nein, Sir. Ich kann es nur... Die TCS Victory ist ein hervorragendes Raumschiff, das lange für die Konföderation geflogen ist. Ja, es kann auf eine lange Dienstzeit zurückblicken, Sir. Sie haben zu akzeptieren, wohin Sie abkommandiert werden. Natürlich ist mir klar, dass die dortige Unterbringung nicht ganz dem entspricht, was Sie gewöhnt sind. Nein, Sir, es liegt mir fern, Ihre Anweisungen... Die Victory wird enorm davon profitieren, einen Geschwaderkommandanten mit Ihrer Erfahrung zu bekommen. Vielen Dank, Sir. Aber könnten wir nicht wenigstens klären, jetzt, wie Jetzt, da wir die Kilrathi verjagt haben, sowohl aus dem Gardell als auch aus dem Morpheus-System, kann ich es mir guten Gewissens leisten, Sie auf die Victory nach Orsini zu schicken. Ich versuche Ihnen damit nur klarzumachen, dass sich unsere Lage verbessert hat. Die Konföderation hat in letzter Zeit große Fortschritte gemacht. Sie dürfen wegtreten. Sir, was wird aus meinem Antrag? Ah ja. Ihr Antrag war etwas überraschend für mich. Wie Sie wissen, erhalten nur diejenigen über Colonel Devereaux Auskunft, die informiert werden müssen. Ihr Shuttle wartet bereits auf Sie. Ja, Sir. Trotz neuerlicher Verluste in mehreren dicht bevölkerten Sektoren sind die Konföderationssprecher dafür, dass die Menschheit weiterhin an ihrer galaktischen Auseinandersetzung mit den Kilrathi festhält. Wir können beweisen, dass man Meldungen über feindliche Angriffe sowie über zivile und industrielle Verluste in eigenen Lagern einfach unter den Tisch fallen lässt. Wir wissen, dass es Pläne der Konföderierten gibt, die die Evakuierung der Erde betreffen, um damit die Existenz der Menschheit in einer anderen Galaxie zu sichern. Die Frage ist nur, wer darf mit und wer wird zurückgelassen? Die allerwichtigste Frage aber ist, wer entscheidet darüber? Willkommen auf der TCS Victory, Colonel. Danke, Captain. Man nennt sie inzwischen Schrotthaufen, Sally. Es ist mir eine große Freude, dich wiederzusehen. Wenn du mich jetzt bitte entschuldigen würdest, Chris, die Pflicht ruft. Auch wenn ich es vorziehen würde, mit dir über die alten Zeiten zu plaudern. Danke, Hobbs. Wir unterhalten uns später.
Schon gut, ich weiß, was Sie jetzt denken. Sie ist keine Concordia. Die Concordia existiert leider nicht mehr. Ja, was für ein Verlust. Es tut mir leid für Sie. Wie dem auch sei, jetzt gehören Sie zu meinem Schiff. Und ich erwarte, dass Sie sich jedes Mal die Füße abstreifen, wenn Sie es betreten. Ich habe den Großteil meines Lebens auf der Victory verbracht. Ich war auf dem ersten Flug als Kommunikationsoffizier dabei. Nun, Sir, ich gebe zu, dass ich mich auf diesen Einsatz nicht gefreut habe, aber jetzt, da ich weiß, dass ein so erstklassiger Pilot, die Royal Gunner Harless, zur Crew gehört... Ah, Hobbs. Ja, er ist mein Stellvertreter. Wieso fliegt er nicht? Es war sein eigener Wunsch. Ich weiß alles über die Heldentaten, die er gemeinsam mit Ihnen vollbracht hat, Colonel. Aber hier ist keiner bereit, mit einem Kilrathi in seinem Geschwader zu fliegen. Er ist der Beste. Sein Ruf ist ausgezeichnet. Ist das hier überhaupt nichts wert? Er hat es selbst so gewollt. Captain Eisen, ich will Ihnen nichts vorschreiben. Es ist Ihr Schiff. Aber ich bestehe darauf, dass Hobbs sofort wieder auf die Pilotenliste gesetzt wird. Das ist sehr ehrenwert von Ihnen, Colonel, aber wer... Ich, Commander. Ich fliege mit ihm. Er ist der beste Kampfpilot, den ich je hatte. Ja, und da bin ich wieder zurück. Ich hoffe, ihr habt das Intro genossen. Wirklich sehr schön gemacht. Wie gesagt, ich habe auch eine ganze Weile gebraucht, um das Spiel zum Laufen zu bekommen. Das ist nämlich noch mein Originalspiel, die Original 4 CDs. Aber hat doch dann geklappt auf der DOSBox. So dass es jetzt relativ gut läuft. So, wir sind jetzt hier und wir sprechen mal mit Hobbs. Willkommen an Bord, alter Freund. Ich muss sagen, du siehst aus wie das blühende Leben. Sag bloß, dieser Krieg gefällt dir. Er gefällt mir so gut wie kaputte Landeklappen. Schön, dich wiederzusehen. Danke. Und wie geht's unserer Gefährtin Angel, der besten Pilotin aller Zeiten? Leider weiß ich das nicht. Hab schon lange nichts mehr von ihr gehört. Sieht so aus, als würde sie undercover für Tolwyn arbeiten. Bevor ich's vergesse, ich hab dich auf die Pilotenliste setzen lassen. Aber ich habe doch beantragt nicht mehr. Das ist mir egal. Ich will, dass du mich auf meiner ersten Mission begleitest. Das ist Unsinn. Hier gibt es viele tapfere Piloten, die bestens ausgebildet sind. Ja, aber wenn ich mein Leben riskiere, dann brauche ich jemanden, dem ich vertraue. Ich werde mich bemühen, dich nicht zu enttäuschen, mein Freund. So, also Hobbs ist unser Freund. Werden wir mal das Hauptterminal. Hallo. Jawohl. Okay, zurück zum Schiff. Und wir werden mal in den Aufzug steigen. So, die Sequenz, die gucken wir uns jetzt mal an. Die werde ich dann aber bei den anderen Malen überspringen, weil es immer dasselbe ist. Und hier haben wir schon Rollins. Reden wir mal mit denen. Lieutenant Rollins, Kommunikationsoffizier, wie geht's? Hat Ihnen unser Captain eine fröhliche Rede gehalten? Sowas ähnliches. Das Gute ist, dass es hier nicht lange dauert, bis man die Phrasendrescherei hinter sich hat. Captain Eisen glaubt an seine Besatzung und an sein Schiff. Das ist gut für die Stimmung unter den Leuten. Ja, aber Sie haben die Meldungen nicht so verfolgt wie ich, sonst würden Sie in den nächsten Nanosekunden von hier verschwinden. Geh auf sein Spielchen ein. Soll das etwa bedeuten, dass der Führungsstab was verschweigt? Das kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Aber wenn Sie hier ehrliche Musik hören wollen, dann wenden Sie sich am besten an Radio Rawlins. Vielleicht rettet Ihnen das Ihr Leben. Aha. Dann machen wir auf die Wohnebene. Die Sequenz gucken wir uns auch noch an. Werden wir dann später aber auch hochgehen. Wie gesagt, ein absolut geniales Spiel. Und ich kann es jedem nur empfehlen. Kann man auch heute noch spielen. Ist... ich finde, es sieht immer noch ganz gut aus. Aha, da kommt Hobbs. Ah, die mag den nicht. Habe ich das Gefühl. Hey, Hobbs.
Haben Sie Lust auf ein Spielchen? Ich setze meinen Wochenlohn auf ein Blatt. Ich habe kein Interesse. Nein, danke. So, hier haben wir die Pilotenliste, Einsatzliste. Wir haben ja noch keinen Abschuss. Und dann reden wir mal mit Vagabond. Willkommen an Bord, Sir. Spielen wir eine Partie? Sie dürfen sich ein Spiel aussuchen, da Sie hier neu sind. Von Vorschriften halten Sie wohl nicht sehr viel. Nein, Formalitäten werden unwichtig, wenn man den Großteil seiner Zeit damit verbringt, am Leben zu bleiben. Und unsere spärliche Freizeit opfern wir auch nicht, um irgendwelche überflüssigen Benimmregeln auswendig zu lernen. Tja, man muss sich seiner Umgebung wohl oder übel anpassen. Wem sagen Sie das? Und es ist gar nicht so leicht. Kein Wunder, dass Ihr Spitzname Vagabond ist. Sie haben Ihre Hausaufgaben gemacht, wie ich sehe. Ja, ich habe die ganze Galaxie bereist. Ihr Lebenslauf weist viele Lücken auf. Er ist ziemlich unvollständig. Ganz zu schweigen von Ihrer Einsatzakte. Kann ich was dafür, wenn man beschließt, meine Daten zu löschen? Da ist was dran. Ja, das nehmen wir. Manchmal ist mir der Konföderationsrat so fremd wie der Feind. Wir sind hier eine gute Mannschaft, Colonel. Auch wenn ein paar Lebensläufe unvollständig sind. Geben Sie uns eine Chance. Ja, klar. Okay, schlechter Zeitgenosse, würde ich sagen. Gehen wir mal in den Schlafpool. Willkommen an Bord, Sir. Spielen wir eine Partie? Sie dürfen sich ein... Da ist was dran. Was hat er... Mensch, das haben wir doch gerade gehabt. Man wird dafür... Ja, meine Schlafkurien. Gucken wir mal das Schließfach. Ach, eine Nachricht. Hallo, mon ami. Ich hoffe, du und alle anderen auf der Concordia ab deinen guten Flug. Ich bin gerade dabei, einen verdeckten Einsatz mit Admiral Tolvin hinter mich zu bringen. Ich fürchte, wir werden noch etwas länger getrennt sein. Aber denk immer daran. Je t'aime. Ich liebe dich. Tja, das ist traurig. Okay. Mehr können wir ja nicht machen. Okay, dann geht's zum Freizeitraum. Kann man hier? Ja, dann zum Aufzug. Und wir werden jetzt auf die Brückenebene fahren. Das werden wir natürlich überspringen. Und da gucken wir mal. Schauen wir doch mal, wer da so ist. Ah! Maniac. Also werden wir mal. Stell dir vor, was ich dann getan habe. Nein, ich sag's dir. Ich zog eine ganz enge Schleife, hängte mich hinter das Katzenvieh und feuerte meine Raketen. Boom! Das Vieh war bloß noch Katzenstreu. Ja, dem hab ich's gezeigt. Und dann sind die... Na, sowas. Na, wen haben wir denn da? Den Colonel. Tut mir leid, ich schaffte es nicht auf Ihre Willkommensparty. Wahrscheinlich hatten Sie da Termine, die unaufschiebbar und viel wichtiger waren, Maniac. Wenn die Pflicht ruft, bin ich zur Stelle. Frauen stehen auf dem Duft des Erfolgs. Aha. Irgendwie bin ich überrascht, dass Sie bis jetzt nicht abgeschossen wurden, Maniac. Von Freunden meine ich natürlich. Sie glauben es nicht, aber manchen gefällt mein Flugstil. Ich will nur, dass wir den Krieg gewinnen, okay? Ich nehme an, dass Vorschriften für Sie Priorität haben. Ich gehe keine dummen Risiken ein. Apropos dumm, ich habe gehört, Sie setzten Hobbs wieder auf die Pilotenliste. Mann, oh Mann, wie schnell sich auf der Victory Nachrichten verbreiten. Ich begreife nicht, was Sie an dieser Katze finden. Ich brauche jemanden neben mir, auf den ich mich verlassen kann. Sie können doch keinem trauen, der bereit ist, sein eigenes Volk zu töten. Wen ich mir als Flankenpiloten aussuche, Major, liegt ganz bei mir. Das ist ein Privileg meines Ranges. Ich wette, Sie stehen jede Nacht auf und polieren das Ding. Nein, Sie irren sich. Ich habe genug Mages, die das für mich tun. Der Unterschied unserer Ränge ist nur Formsache. Wir wissen, wer der Bessere im Cockpit ist. Ja. Allerdings. Du nicht. Ich muss dir noch was erzählen. Hör zu. Okay.
Gehen wir mal in die Feuerleitzentrale. Mal sehen, ob da auch was ist. Da jemand. Ah, Flint. Na, reden wir mal mit der. Colonel Blair, bitte sofort in der Kommandozentrale melden. Gut. Dann müssen wir halt in die Kommandozentrale. Okay. So, dann gehen wir mal zur Einsatzbesprechung. Ja, sicher, Sir. Ach, kommen Sie rein, Colonel. Es wird Zeit festzustellen, ob Ihr guter Ruf berechtigt ist. Die Abwehr hat uns mitgeteilt, dass die Präsenz der Kilrathi hier im Orsini-Sonnensystem ständig größer wird. Sie und Ihr Flankenpilot werden also einen Patrouillenflug in diese drei Zonen durchführen und die Gegend von jeglichen Feinden, auf die Sie treffen, säubern. Alles klar? Voll und ganz, Sir. Sehr gut. Sie brechen sofort auf. Na, da bin ich mal gespannt. Patrouillenflug. Tja, das sind also unsere Einsatzziele. Ah, da wäre noch eins. Wir nehmen natürlich Hobbs mit. Hobbs, du wirst diesmal neben mir fliegen. Wegtreten. Viel Glück. So. Und jetzt gehen wir mal zu der lieben Rachel. Cheftechnikerin Rachel Coriolis, willkommen auf der Victory. Sie wollen diesen Einsatz mit Hobbs fliegen? Richtig. Haben Sie was dagegen? Nein, ganz und gar nicht. Ich halte ihn für einen verflucht guten Kampfpiloten. Hier ist sie, die Hellcat 5. Sie ist durchgecheckt und wartet nur darauf, ein ordentliches Spektakel zu veranstalten. Vielen Dank. Was ist mit den Geschützen? Ist alles erledigt. Der Captain gibt die Einsatzdetails an mich weiter. Und dann lege ich fest, was waffenmäßig gebraucht wird. Ach ja? Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder Sie suchen Ihre Waffen selbst aus, oder Sie vertrauen mir und fliegen mit dem von mir festgelegten Arsenal. Ich werde Sie nie enttäuschen. Das kann ich Ihnen versprechen. Danke. Ah, kleine Schnuckelchen. Okay. Dann wollen wir mal, wa? Gucken wir uns noch auch diese Sequenz an. Werden wir dann später auch mal überspringen, weil das immer dasselbe ist. Aber jetzt gucken wir uns mal an. Wie gesagt, ist auch sehr schön gemacht. Auch von der Stimmung her, von der Atmosphäre her, ist es halt wirklich genial und spannend bis zum letzten, bis zur letzten Mission. Das kann ich euch versprechen. Na dann, mein Guter. Jetzt geht's los. Ich kann jetzt starten, Karl. Aber erstmal legen wir mal fest Joystick. Und ich werde mal auf Neuling und Unverwundbarkeit gehen. Damit ich euch das ganze Spiel zeigen kann. Ich habe es wirklich lange mehr gespielt. Und wir starten. Wow. Jetzt haben wir vier Raketen, ne? Wie es aussieht. Jawohl. Und dann bauen wir mal zum ersten Punkt. Jawohl, jetzt geht's los. Na, wer sagt's denn? Da haben wir's doch schon. Ja, scheint nichts zu sein. Da ist unser Punkt. Okay. Jawohl, na komm, na komm. Komm. Mietekätzchen.
erreicht. Sehr schön. Na dann, nochmal zurück zur Victory. Wahnsinn. Meine Landerlaubnis. Bitte Landeerlaubnis, TCS Victory. Gut gemacht, hervorragende Arbeit. Jetzt weiß ich, dass Sie Ihren Ruf völlig zurecht haben. Auf Sie ist Verlass. Alles klar zur Landung, Sir. Jawohl. Schauen wir uns die Landung noch an. Und dann haben wir unsere erste Mission schon beendet. Ja, da guckst du. Ziemlich heißer Flugstil. Danke, Rachel. Ja, wir waren schon immer Frauentyp. Okay. Da reden wir noch mit Hobbs. Herzlichen Glückwunsch, mein lieber Freund. Ja, das war wie in den alten Zeiten, nicht wahr? Ich muss schon sagen, war ein gutes Gefühl, wieder mal rauszukommen und mitfliegen zu dürfen. Für dein Vertrauen danke ich dir. Bis in alle Ewigkeit. Ach, Schwamm drüber, Hobbs. Du bist jetzt wieder da, wo du hingehörst. Aha. Hobbsi. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zum Aufzug. Die können wir mal sparen. Wir machen jetzt mal hier rein. Und werden schauen, wer hier so ist. Ah, hier. Jetzt gucken wir mal. Die Einsatzliste. Okay. Reden wir mal mit den jungen Burschen. Oh, guten Tag, Sir. Na schon gut, Lieutenant. Spielen Sie weiter. Verzeihung, Sir. Das ist ein Lied, das aus Celeste stammt. Sehen Sie, Musik sagt viel über die Bewohner eines Planeten aus. In manchen Sektoren kann man nur Mollakkorde hören. Da möchte man am liebsten verschwinden und Amok laufen. Aber das hier ist ein fröhlicher Song. Und da fühlt man so richtig, wie das Blut schneller in den Adern fließt. Sind Sie Pilot, Lieutenant, oder Musiker? Oh, ich bin Pilot, Sir. Noch dazu ein guter, das beweist meine Trefferquote. Aber meine Familie? Die baut Gitarren seit vielen Generationen. Ich habe eine, die ist schon fast 200 Jahre alt. Ihr Klang, der wird immer schöner und satter. Irgendwann werde ich ein Restaurant aufmachen und lass dort die besten Musiker auftreten. Für Kampfpiloten, wie ich es bin oder Sie. Wer weiß, wie viele von uns überleben werden. Am besten, Sie suchen sich andere Stammkunden. Von mir aus. Dieses Lokal wird sicher ein ganz großer Erfolg. Ich werde dann tagelang faulenzen, den schönen Frauen 1000 Komplimente machen und den Gitarrenklängen lauschen. Klingt ganz vernünftig. Er ist nicht richtig bei der Sache. Klingt ganz vernünftig. Klingt für mich ganz vernünftig. Das ist ein schöner Traum, Vaquero. Halten Sie an ihm fest. Ja, das mache ich, Sir. Für manche ist das Töten das reinste Vergnügen. Ich tue es nur, weil es meine Pflicht ist, verstehen Sie? Okay. Gehen wir mal hier rein. Ach hier, die Hobbs nicht mag. Coppola. Wir sollten mal miteinander reden, Lieutenant. Da gibt's nicht viel zu reden, fürchte ich. Sie sind mit der Katze geflogen und haben ihren Auftrag erfüllt. Falls Sie damit Hobbs machen. Ich kann nicht mit ihm fliegen, Sir. Als Mitglied dieser Crew müssen Sie das früher oder später tun. Ist Sie das klar? Sie besser nicht darauf. Ich werde ihn nicht verteidigen. Wieso nicht? Sagen wir einfach, ich bin etwas starrköpfig. Und nichts, was Sie tun, wird daran was ändern. Na gut.
Ich werde versuchen, Sie und Hobbs bei Offensiveinsätzen getrennt zu halten. Ich will aber keine bevorzugte Behandlung. Wir brauchen jeden guten Piloten, den wir haben. Und nur damit Sie es wissen, ich vertraue Hobbs blindlings. Das ist Ihre Sache. Okay. So. Und dann reden wir noch mit. Nein, hier doch nicht rein. Dann reden wir noch unter Funk oben auf der Brücke mit Flint. Hat ja Funk nicht geklappt. Hier ist nicht. Aha, hier oben war sie. Nee. Jetzt ist sie nicht da. Gut, dann nicht. Dachte, sie war da. Okay. Dann runter. Jawohl. Vom Flugdeck was? Okay. Ja, dann werden wir jetzt mal speichern. Es ist noch ein alter Spielstand von mir, oder das hatte ich angefangen, aber da hat es leider nicht aufgenommen mit Ton, hatte ich das Mikrofon vergessen anzuschalten. Aber wir nennen es einfach NO 2. So. Speichert. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß gehabt. Gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal und seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es wieder heißt Let's Play Wing Commander 3, das Herz des Tigers. Also, bis dann. Macht's gut. Tschüss.